So, wir fangen wie immer pünktlich an. Lieber Herr Faber, liebe Frau Faber, wo ist sie? Dort. Oh, ganz versteckt. Liebe Freunde, Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, wie immer möchte ich Sie im Namen des Vorstandes unseres Vereins herzlich begrüßen. Bin doch ganz erstaunt. Wir fingen ja an 2000 mit den ersten öffentlichen Veranstaltungen und bis zum vergangenen Jahr haben wir immer den Monat August ausgelassen, weil wir sicher waren, dass im Monat August niemand kommt und alle Ferien machen. Und dann haben wir das letzte Jahr, das war der deutsch-deutsche Bilderstreit, da haben wir es mal versucht und es war relativ besucht, gut besucht sogar. Und dann haben wir beschlossen, wir machen das jetzt auch im August für diejenigen, die nicht in die Ferien fahren, in dieser Zeit nicht da sind und mal was Schönes erleben wollen. Und ich denke, mit Elmar Faber und seiner Biografie werden wir etwas Interessantes und Schönes erleben. Anders als sonst wird keiner von uns moderieren, sondern einer, der zu uns gestoßen ist. Das ist Herr Dr. Wang. Ja, ich werde ihn einfach jetzt mal vorstellen, denn er ist als Mitstreiter zum Ost-West-Forum gestoßen, ist in Berlin vor allem in unserem Büro mit uns zusammen und ist auch in der Werteakademie als Mitglied des Beirates aktiv. Andreas Wang, geboren 1945 in Salzwedel. Studium der Germanistik und der Literaturwissenschaften in München und Hamburg. Dann hat er promoviert, war kurzzeitig Regieassistent an der Hamburger Staatsoper, dann wissenschaftlicher Assistent mit Lehrauftrag an der Universität in Hamburg. Von 1979 bis 1985 arbeitete er als Kulturredakteur bei Radio Bremen, wechselte dann aber zum Norddeutschen Rundfunk, wo er bis zum Jahr 2000 die Literaturredaktion mit Schwerpunkt Essay, Sachbuch und Feature leitete. Wenige Monate später wurde er Chef der Hörspielredaktion des NDR, also des Norddeutschen Rundfunks, 2006. Bis zu seinem Ruhestand im Jahre 2010 war er Leiter der Hauptredaktion Kulturelles Wort und der Abteilung Künstlerische Produktion, Hörspiele und Feature. Auch nach seinem Ruhestand bleibt er Herausgeber der Sachbücher des Monats für die Süddeutsche Zeitung und für den NDR. Ich freue mich, dass du, lieber Andreas, als Ehrenamtlicher zu uns gestoßen bist und mit diesem Erfahrungshintergrund auch zukünftig unsere Arbeit bereichern wirst. Du hast jetzt das Wort. Danke, Axel. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, Herr Faber. Ich freue mich, dass wir uns hier begegnen. Ich habe Sie schon vor vielen Jahren einmal in Frankfurt gesehen, damals noch eben als Rundfunkredakteur. Habe natürlich einiges von Ihnen im Laufe der Jahre gelesen und gesehen vor allem und bin sehr froh, dass ich heute Abend Ihr Buch hier mit Ihnen vorstellen kann. Ich möchte zwei Zitate Ihnen vorlesen als Beginn unseres kleinen Gespräches. Das eine Zitat heißt so: Kein Autor wird dich im Wesen richtig erkennen. Entweder bist du für ihn ein pfiffiger Kaufmann oder ein freundlicher Mäzen. Du bist aber keins von beiden. Du hast den blödesten Beruf der Welt ergriffen. So Ernst Rowohlt, ein nicht ganz unbekannter deutscher Verleger. Und sein Kollege und Konkurrent, wenn man so will, Samuel Fischer meinte, dem Publikum neue Werte aufzudrängen, die es nicht will, ist die wichtigste und schönste Mission des Verlegers. Was also ist ein Verleger? Lieber Herr Faber, Sie waren, ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, einer der bedeutendsten Verleger der DDR und sind es ja immer noch, nicht mehr in diesem großen Rahmen, aber in Ihrem eigenen Rahmen. Und Sie sind, das kann man auch mit Fug und Recht sagen, damit einer der bedeutendsten Verleger in beiden Teilen Deutschlands gewesen. Ich begrüße Sie also sehr herzlich hier in diesem Ost-West-Forum. Und Ost-West-Forum, das ist natürlich ein paradigmatischer Name für Ihr Leben, für Ihre Arbeit und für unser Hiersein hier. Das passt also sehr gut, dass Sie hier das Buch vorstellen. allen, die die biografischen Daten von Elmar Faber nicht genau kennen, will ich ganz wenige hier noch einmal Revue passieren lassen. Sie sind am 1. April 1934 in Deesbach in Thüringen geboren. Über diese Anfänge werden wir gleich in Ihrem Buch etwas hören. Nach dem Abitur in Jena von 1954 bis 1959 haben Sie Germanistik studiert an der Universität in Leipzig. Und in Leipzig waren Sie auch Redakteur und später Chefredakteur an der wissenschaftlichen Zeitschrift der Leipziger Universität. Von 1968 Lektor und Verlagsassistent am Bibliographischen Institut Leipzig. Wir werden vielleicht nachher noch mal das eine oder andere dazu hören und sagen. Und Sie waren ab 1983 bis 1952 Verleger des bedeutenden Aufbauverlags sowie von Rütten und Löning. Und vor 25 Jahren, 1951, haben Sie Ihren eigenen Verlag gegründet, Faber und Faber. Also, was ist ein Verleger? Herr Faber. Ein Verleger ist ein ganz leidenschaftlicher Mensch. Ja. Und wenn man diese Leidenschaft nicht besitzt, dann soll man also dieses Gewerbe eigentlich gleich beiseite legen. Dann braucht man natürlich einen Schuss gesundes Selbstbewusstsein, auch Selbstvertrauen, das mitunter bis zur Selbstzerstörung gehen kann. Denn das Risiko ist gewaltig, das unterschätzen also viele der Newcomer. Wenn man einen Verlag machen will, den auch durchzustehen. Ja, das ist nicht einfach. Bei dem, was Sie sagen, noch einen schönen Satz, ja, auch von einem der bekannten Verleger. Wir müssen als Regel annehmen, dass wir von 20 Unternehmen bei 10 verlieren, bei 5 auf unsere Kosten kommen, bei 4 ordentlich und bei einem tüchtig gewinnen. Das war Herr Brockhaus, der das mal sagte. Ja. Naja, nun ist es ja übrigens so gewesen, dass die bekanntesten Verleger eigentlich Quereinsteiger gewesen sind. Also das waren keine Leute, die mit dem Buch umgingen. Das waren Cartoon-Händler, Kolonialwarenhändler, Polygraphen, also tausenderlei. Also, Spekulanten auch dabei, also auch Brockhaus hat spekuliert beispielsweise. Ja, und dann sind sie eben aus Liebe zum Buch, sind sie in dieses Metier eingestiegen und die Lebenserfahrung, die sie sich erworben hatten, die konnte man natürlich dann gut einsetzen. Also die Menschenkenntnis beispielsweise, die dazugehört, ja. Auch die Risikofreudigkeit. Ja, das, ein Stück Draufgängertum, das braucht man. Und so. Und freilich muss man hin und wieder auch in sich gehen, also weil eine bedeutende Charaktereigenschaft für den Verleger sollte auch Nachdenklichkeit sein. Über sich selber und auch über seine Autoren. Also wer diese Nachdenklichkeit nicht mitbringt, der kann schnell Schiffbruch erleiden. Was in unserer heutigen schnelllebigen Zeit nicht mehr so einfach ist, weil einem häufig keine Zeit mehr gelassen wird, über sich selber nachzudenken. Das ist natürlich nicht nur bei den Verlegern so, das ist in sehr vielen dieser Berufe so, das ist ganz klar. Aber da sich ja die gesamte Verlagslandschaft in einem gewaltigen Umbruch befindet, wir kommen vielleicht am Schluss Ihres Lebensweges nochmal darauf zurück, kann man das natürlich jetzt ganz besonders sagen. Man sagt ja manchmal, dass einem der Beruf, die Zukunft, der Erfolg in die Wiege gelegt worden sei. Ich habe den Eindruck nach der Lektüre Ihres Buches, dass das nicht ganz so einfach war. Sie sind in einer abgelegenen Gegend aufgewachsen, die nicht unbedingt prädestiniert ist für Literatur, für Bücher und solche Dinge, aber... Das sagen Sie nicht. Aber, ich bin noch nicht zu Ende, aber Sie haben eben doch in einem, ja, manchmal auch idyllischen, bergenden, heimlichen und heimatlichen Umfeld Ihre ersten Jahre verbracht. Und wenn ich das richtig verstehe, dann war Thüringen und diese Gegend, in der Sie geboren sind, für Sie eben doch ein Glückstopf, der Sie mit Ihrem, gerade mit den Emotionen für Literatur, mit dem Gefühl für das, was in der Welt und in der Natur geschieht, sehr früh vertraut gemacht hat. Ich würde Sie bitten, dass Sie am Anfang, wie wir es beredet haben, ein bisschen lesen aus dem Anfang Ihres Buches, in dem gerade diese frühe Kindheit, wie ich finde, sehr schön geschildert wird. Vorneweg noch einen einzigen Satz, wenn Sie im Paradies geboren sind, also wie ich, in meiner Thüringer Heimat, brauchen Sie viel Fantasie, um dort rauszukommen. Sie haben sie gehabt. Also beim Nachdenken darüber, was ich Ihnen heute lese, da bin ich ziemlich konfus gewesen zu Hause, ja. Also, ich habe meine Lieblingspartien in diesem Buch, das ist klar, kann aber also nicht immer darauf einsteigen. Ich habe mir folgende Struktur überlegt, ich lese den Anfang, also damit Sie sehen, was man selbst für sein eigenes Fortkommen für besonders wesentlich hält. Also ich lese im Anfang, ja. Und dann lese ich Ihnen ein sehr also konfliktreiches Stück. Ich lese Ihnen meine Begegnung mit dem 17. Juni 1953. Und dann später habe ich überlegt, wirst du über deine Arbeit was lesen, also diese ganzen Konflikte, diese zum Teil strapaziösen Anstrengungen, ja, um mit meinem Verlegerberuf, insonderheit in der DDR oder in der geteilten Welt, will ich besser sagen, fertig zu werden. Ja. Also da könnte man viel lesen, denke ich mal. Ja. Ich will aber dann etwas lesen, ein kurzes Schnäppchen über die Beschaffenheit der Bücherwelt. Also wie ich sie heute sehe. Und am Schluss, später, also wo endet das? Also jetzt fange ich einfach erstmal an. Nee. Dorf am Abgrund. Ein Dokument deutscher Not aus dem Jahre 1932. So betitelte der Weltspiegel der New York Times am 9. Oktober 1932 in einem Thüringer Sonderbericht ein Panorama des Elends in dem kleinen Glasbläser- und Waldarbeiterdorf Deesbach im Thüringer Wald. Bilder zeigten einen Marsch des Elends, Ehrenleserinnen mit ihren kärglichen Tageserträgen, den Gemeindevorsteher bei der Ausgabe von Bettelscheinen, eine Mutter von 23 Jahren, die wie 50 aussah, tief zur Furcht im Gesicht und voller Angst vor dem kommenden Winter. In dieses Dorf wurde ich hineingeboren am Ostersonntag 1934, als die Nazis die Not umgestülpt hatten in eine Verheißung. Die Bettler jetzt Straßen bauten, die Mütter nun deutsche Mütter hießen und in einem Gefängnis am Nordrand des Thüringer Schiefgebirges meine Großmutter für ein paar Wochen einsaß. Es hieß, sie hätte ein loses Maul gehabt. Und sie hätte an ein Fabriktor eine fatale Losung gepinselt. Vieles habe ich seitdem von der Welt gesehen. Ich bestaunte die große chinesische Mauer und den Eiffelturm in Paris, spazierte über die Golden Gate Bridge in San Francisco. Der Kreml in Moskau erinnerte mich an die Macht der russischen Großfürsten und Zaren. Ich durchstreifte die ukrainischen Birkenwälder, die Heidel- und Preiselbeerhänge Mittelschwedens, badete im Schwarzen Meer, überflog das kanadische Felsengebirge, ich hörte die Glocken des Petersdoms schlagen und die Rufe der Muezzins verhallen. Ich bin über die katalonischen Felder gelaufen und über die dürren Grassteppen der ungarischen Puszta. Ich habe in den traumhaften Fjorden Norwegens gekreuzt. Mein Gott, die Welt war schön. Aber was konnte sie aufwiegen gegen diesen winzigen Punkt der Erde, in dem mein ganzes Leben steckte? Dieses kleine Dorf im Thüringer Wald, das in den letzten Hungerjahren der Weimarer Republik am Abgrund gestanden hatte. In großen Kolonnen zogen Wolken über das Land, türmten Berge auf, schnöselige Hügel zuerst, dann ganze Felsenketten. Ein schlecht gelaunter Wind zerzauste die kunstvollen Bauwerke, zerfetzte Fassaden, Erker und Mansarden, schlug Krater in die porösen Schlösser aus Wasser und Eis. Der Regen zertrümmerte die Schwüle, zerstampfte sie zu kühlen Temperaturen. Wie Kristalle schlugen die Tropfen auf Dächer und Pflaster. Von den Berghängen rauschten die Wasser ins Tal, in den Mulden gurgelte und brodelte es wie in Hexenkesseln. Am Glasbläsertisch donnerte Großvater eine wetterharte Ballade in die Flamme, das einem Hören und Sehen verging, als Gleichnis für Wasser, Wellen, Geister und Gespenster und bekundete damit seine Teilhabe an der verrückten Welt. So war es immer. Für jedes Wetter, jede Jahreszeit, jedes sich wandelnde Bild der Natur hatten die Alten, Großvater und Großmutter, die Strophe eines Gedichtes in den Schubladen ihres Gedächtnisses, das sich fortpflanzte auf die folgende Generation und wieder samenlegte bis ins jüngste, ins kommende Geschlecht. Vom Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte über, es walzt das Korn weit in die Runde und wie ein Meer dehnt es sich aus. Oder es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, sprangen die meist romantischen Verse bis in den Herbst und den Winter, bis zum Herbsttag, wie ich keinen sah, bis zu Knecht Ruprecht und dem Lied hinterm Ofen zu singen. Der Winter ist ein rechter Mann, kernfest und auf die Dauer. Eingebettet alles in einen Strom von poetischen Bildern, die abgerufen wurden, wenn es an der Zeit oder wenn Not am Manne war und die den heranwachsenden Knaben erstaunten, ins Grübeln brachten oder Angst einflößten, sodass er sich lange an der Schürze der Großmutter festhielt, wenn ein Gewitter heranzog oder aus dem Talkessel nicht herauskam, weil er an das schauerliche Geschehen denken musste von Urahne, Großmutter, Mutter und Kind in dumpfer Stube beisammen sind, die dort alle vom Blitz niedergestreckt wurden. Es war die Großmutter, die den Kindern, den Enkeln die Lichter aufsteckte. In den Wintermonaten, wenn die Dämmerung hereinbrach, schichtete sie einen Stapel Bücher, Kalender und Familienblätter hin und her und las Geschichten vor. Aus Grimms Märchen, den Erzählungen aus Tausend und einer Nacht, Reisenotizen von Sven Hedin und Karl May, Wirkliches und Erfundenes dieser und anderer Globetrotter, Protziges aus der Thüringer Sagenwelt, Schauergeschichten von Goethes Schwager Vulpius, dem Erfinder des Räuberhauptmanns Rinaldo Rinaldini. Wir lauschten den Kalendergeschichten von Johann Peter Hebel mit dem leicht erhobenen christlichen Zeigefinger. Die Fabeln von La Fontaine dagegen hatten eine eiserne Moral. Verzückt beugten wir uns über Friedrich Justin Bertuchs Bilderbuch für Kinder, von dem einige Bände auf nicht erklärbare Weise in den Glasbläserhaushalt gelangt waren. Auf elysischen Streifzügen wanderten wir damit durch die Kontinente. Die Kinderenzyklopädie der Goethezeit, wahrscheinlich ein Unikum der Bücherwelt jener Tage, sammelte alles Wissenswerte über Mensch, Getier und Pflanzenwelt und beflügelte unsere Fantasie. Die Bücher- und Blättersammlung der Großmutter war keine erlesene Bibliothek. Die gebundenen Bücher hielt ein einziges Regal zusammen, unsortiert, in einem Raum des langgestreckten Schieferhauses, der die Vorratskammer hieß. Eigentümlich war es, dass man die bedruckten Papiere streng auseinanderhielt. Im Regal die Festeinbände, das war die Dichtung, sagte Großmutter. Das andere, die Hefte, Kalender, die alten Zeitungen und Zeitschriften, hieß der Papierkram. Der wurde zusammengerollt und mit Stoffbändern zusammengeschnürt. Diese Bündel kamen in ein Holzfass, wie zu Gutenbergs Zeiten, als die ungebundenen Bücherlagen in Holzfässern auf die Jahrmärkte und Warenmessen transportiert wurden. Es hat Jahre gegeben, wo neben dem Papierfass ein Fass mit Gesellschaft stand, ein Fass mit Gurken oder Sauerkraut. Vorratskammer eben, lebensnotwendiges. Vornehm war das nicht, aber fürsorglich. Nobel behandelt im Haus wurden nur die Bibel von Luther übersetzt, der Katechismus, das kirchliche Gesangbuch, vor allem aber die Kräuterbücher und Rezeptsammlungen aus alter Zeit. Die standen in der guten Stube, in einer kleinen Vitrine oder auf dem Spiegeltisch neben dem Kanapee. Diese Bücher waren ein Vermächtnis und so wurden sie auch behandelt, als Solitäre. Als Kind durfte man sie nur unter Aufsicht anfassen. Sie waren Erbstücke des Urgroßvaters, eines Zimmermanns, der in den langen arbeitslosen Wintermonaten sein Handwerk vertauschte und sich als dilettierender, aber beschlagener Heilkundler einen Namen machte. Er konnte Erstickte wieder zum Leben erwecken, Erfrorene mit ausgeklügelten Abreibungen vor Amputationen bewahren. Er kannte die Geheimnisse der Pflanzen, den Zauber der Kräuter, die Wunderwirkung der Tees und die Giftküchen in der Natur. Er konnte Liköre und Arake und andere Getränke aus ätherischen Ölen und Essenzen herstellen. Ein wundersamer Mann, dem freilich einmal ein Malheur passierte, als ihm ein paar Tollkirschen in einen Schlenwein hineingerieten und die stillen Zecher fast daran krepiert wären. Jedenfalls warf dieser Urgroßvater lange Schatten in mein Elternhaus, sodass nicht nur sein Büchervermächtnis auf feinen Boden stand, sondern auch die Pflanzen- und Kräuterliebe sich in Generationen fortpflanzte wie ein heiliges Feuer. Die Apotheke der Natur überträfe alle Weisheit der Menschen, zitierte man den alten Paracelsus, wenn Zweifel an der Naturheilkunst aus dem Felde zu schlagen waren. So wäre es meinem Großvater auch nie in den Sinn gekommen, in der schlimmen Zeit nach 1945 die Kräuter- und Essenzenbücher zu verscherbeln. Da hätte er sich eher die Finger abhacken lassen. Von dem Bücherregal in der Vorratskammer nahm er allerdings die besten Stücke weg, verstaute sie in einer Spankiebe, schleppte sie im harten Winter 1946, 1947 über die Thüringer Berge hinweg in ein Großbauerndorf nahe Großkochberg und machte daraus Mehl und Butter. Frau von Stein, die einst in dem kleinen Wasserschloss in Großkochberg residierte, hätte sich im Grabe umgedreht, wenn sie von dem Geschäft erfahren hätte, zumal sich auch die Bände von Bertuchs Bilderbuch für Kinder unter der Tauschware versteckt hatten. Bertuch war ja der Beaumarchais der Goethezeit, ein Tausendsassa, der allen Freuden aufgeschlossen als Unternehmer ein wohltätiger Mann war und Goethes spätere, die richtige Frau, Christiane Vulpius, ein Mädchen der mittleren Klassen, durch die Herstellung künstlicher Blumen ernährte. Mit dem Verlust ging für mich ein Stück Kindheit zu Ende. Es war, als hätte mir jemand das Schaukelpferd geraubt. Ich war inzwischen 6, das ist ein Sprung, übte das 1x1, kratzte mit dem Schieferstift die ersten Buchstaben ins schwarze Tafelgerüst und übte Sitterlin, eine steile, rund geschliffene Schreibschrift, die ein Berliner Grafiker Anfang des Jahrhunderts für die preußischen Grundschulen entwickelt hatte. Mein erster Lehrer, Dr. Dornheim, ein breiter Hühne, Stachelkopf, schlug mit dem Lineal auf die Finger, wenn wir später, als wir schon die Feder benutzten, Tintenkleckse in die Hefte gespritzt hatten. Mir zog er einmal die Samthosen stramm und zischte mir mit einer Haselrute 12 Schläge auf den straffen Hintern, weil ich mit einem Blaserohr, gefüllt mit grünen Ebereschenbeeren, eine Dorfschöne beschossen hatte. Und es herausgekommen war, dass ich der Täter sein musste, versteckt in einer Feuerluke unseres Hausanbaus. Im nächsten Augenblick war Dr. Dornheim wieder gütig und fromm. Und nur einer in der Klasse hatte sich richtig über ihn zu beklagen, ein kleiner, untersetzter Bursche mit stetiger Rotznase, der einem einzigen Diktat neben ein paar richtigen Buchstaben 66 Fehler einverleibt hatte. Mit diesem Ars Delicti, hoch über seinem roten Kopf wie zum Fanal erhoben, rannte Dr. Dornheim wie ein Spießrutenläufer durch das Klassenzimmer und klagte den verkommenen Rotzlöffel an, der in einer deutschen Schule nichts zu suchen hätte. Das Zerwürfnis war nachhaltig. Es bekam eine Art Ewigkeitswert. Der stolze Dr. Dornheim musste das Diktat als eigene Schmach empfunden haben, als Niederlage seiner Lehrmethoden, nicht als Ausfluss einer grandiosen Dummheit, deren Mutter die Faulheit war. Die Dorfschule war ein landschaftsarchitektonisch fein angepasster, schöner Zweckbau aus dem laufenden Jahrhundert mit zwei hoch hinausstrebenden großen Erkern, die als Wohnungen für die Lehrerschaft ausgeschrieben waren. Im Parterre zwei große Klassenzimmer, eins für die unteren, eins für die oberen Klassen. Dazwischen Verwaltung und Schulbibliothek, häufig zwei Klassenunterricht, manchmal mehr Klassen in einem Raum. Dorfschule, das Nötigste für Lesen, Schreiben, Rechnen, bildungsfern. Herzens- und Charakterbildung, aber möglich. Fleißig und tapfer sein, sparsam und eigensinnig, wie die germanischen Stämme aus den ältesten Zeiten einer sagenumwobenen Thüringer Geschichte. Jetzt lese ich bloß noch so eine knappe Seite. In dem Dorf, also mitten im Dorf, gab es eine kleine Pappfabrik, mehr eine Art Pappsalon in den unteren Räumen des Wohnhauses von Pappkerns Marie, ein Paradies für Entdeckungen. Der Papierkram, den man dort sammeln konnte, öffnete das Tor zur Welt. Vor allem die Makulaturen, die verklebt wurden, brachten Nachricht von den kuriosesten Erscheinungen des Erdballs. Und was man lesend nicht verstand, setzten Bilder ins rechte Licht. Es war, als wenn man im Knopfkasten der Mutter stöberte. Ein Gefühl, als könnte es jeden Moment neue Überraschungen geben. Der Aufenthalt bei Pappkerns Marie war wie ein Lichtabend im Bekannten- und Verwandtenkreis, wenn die ewig plaudernden Mütter an langen, verschneiten Winterabenden zusammensaßen und Neuigkeiten austauschten, Kalenderwissen und Familienblätterweisheiten über andere Leute herfielen, ihren Kummer, ihre Nöte ausspuckten, ihre Freuden und Neigungen kundtaten und wir Kinder in den dunkleren Ecken saßen und lauschten, wie die Heftelsmacher auf die Nachrichten von Gott und der Welt. Durch die Räume der Pappfabrik wehte der Duft von Leim und Papier und wurde in Schachteln und Schächtelchen, Dosen und Döschen eingesperrt, die, nur ungern sage ich es, allerliebst zu nennen waren. Und zum Liebesdienst waren die meisten davon auch bestimmt, mit ihren glänzenden und matten Papieren, den Blumen- und Vogelmotiven, den Kinderspielen, den Osterhasen und Weihnachtsbäumen. Die größeren Behältnisse waren auch beeindruckend und mitunter verblüffend ineinander zu schachteln, sodass das Maß, das genaue Maß, eine besondere Bedeutung erhielt. Was sich bei Pappkerns Marie herstellte, war ein Gefühl von Schönheit, welches das schwebend leichte Material auslöste, das befaserte, zurechtgeschnittene Papier und der fertige Karton, die Form, die es umhüllte. Es war wie Zauberkunst, was Hände und Maschine aus Lagen, Rollen und dicken Papppaketen herausholen konnten, an Anmut und Frische. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir in diesem Pappsalon etwas eingehaucht wurde, was mich nicht wieder losließ und was zusammen mit Großmutters Vorlesestunden als eine Art Initialzündung für meine spätere Profession betrachtet werden konnte. Die Prägungen des Menschen finden in seiner frühen Biografie statt. Ja, danke für diese Lesung aus Ihrer Jugendzeit. Ich bin sehr froh, dass Sie gerade diese letzte Stelle nochmal gelesen haben. Die habe ich schon bei meiner eigenen Lektüre sehr gerne gelesen, weil sie eben wirklich diese Prägung zeigt und dieses Leben zwischen Natur und in dem Dorf und dem, was man an eigener Lektüre hat. Aber hier, da merkt man, wie durch Materie oder Material, wie durch Gerüche, wie durch Einzeldinge die Fantasie in Gang gesetzt wird und wieder etwas gelegt wird, was Sie eben, ja, zu Recht eben betonen, als etwas, was nicht mehr verloren geht, was Sie Ihr Leben begleitet hat. Ich habe aber trotzdem den Eindruck gehabt, dass die großen Fragen der Welt, irgendwann nach Ihrer frühen Jugend beginnt ja der Zweite Weltkrieg, dann ändert sich die Weltsituation sehr radikal, sehr schwierig wird es für alle, die dort gelebt haben, aber die Fragen, die mit dem Krieg, die mit der Politik zu tun haben, die sind erst spät, habe ich den Eindruck, oder später zu Ihnen gekommen. Wie ist das, wie erinnern Sie das? Wann haben diese, sagen wir, auch die Bedrohungen, die Lebensbedrohungen, diese Idylle gestört und erreicht? Paradies. Paradies. Ich meine, diesen Krieg, den muss man sich ja auf den Dörfern anders vorstellen als in der Stadt. Also weil ja wenig zerstört worden ist. Das Einzige, was wir auf den Dörfern erlebt haben, also wir wurden dann jeden Tag in die Felsenkeller gebracht, um vor Bombenangriffen geschützt zu werden. Ja. Dann habe ich also eine Erinnerung, als ich bin ja über den Berg hinweg in die Schule gegangen, also weil die gewissermaßen die Oberschule in meinem Heimatort, die gab es ja nicht, sondern das war das Zentraldorf, also das, wo die Kirche stand, für das ganze Kirchspiel, dazu gehörten 5 Gemeinden, also im Thüringer Wald. Und die Leute, die gewissermaßen, sage ich mal, als begabt ausgesucht wurden, sind dann in diese Schule in Oberweisbach gegangen, Friedrich Fröbel Oberschule. War das war also für Selbstbewusstsein ein großer Akt, weil Friedrich Fröbel ja also der Experimentator der deutschen Vorschulerziehung gewissermaßen weltbekannt geworden war und erst in einem seiner Kindergärten und dann in seine Schule in die Schule zu gehen, die seinen Namen trug, das war ein ganz besonderes Ereignis, ja. Und im Übrigen wenn man über den Berg ging, ja, also Steigung im Übrigen 4:1, das muss man sich mal vorstellen, also es heißt ja die steilste Dorfstraße Deutschlands, die Deesbach besitzt, also da musste man also eine gute Lunge haben, um das an der Hand eines baumlangen Kerls natürlich zu überstehen, überhaupt über den, aber das Herrliche war, ja, also unvergessliche Bilder am Sonntag, wenn die Kirchspieldörfer in die Kirche strömten und man jetzt auf dem Berg war und jetzt sah die ganze Umgebung und wie die festlich gekleideten Menschen, ja, aus allen Kirchspielorten in diese Kirche strömten, ja, natürlich festlich gekleidet, also nicht wie heute ist man da nicht rumgelaufen, wenn man in die Kirche ging, ja, also es waren einfach andere Zeiten, wohltuendere, ja, sage ich dazu. Also das war für mich ein Grunderlebnis, ja, und das ist auch, dass ich bin ja gewissermaßen christlich geprägt, von zu Hause aus, ja, habe das also in festlicher Stimmung stets erlebt, ja, und das Renegatentum gegenüber der Kirche, also dass ich dann ausbreche, ja, aus Zweifeln, das habe ich alles beschrieben im Buch, das kommt ja erst später, nicht? Aber so einfach, damit man mal also diese Bilder zusammen hat. Und jetzt war mein Großvater hat sich bei einem Tieffliegerangriff, als wir aus der Schule nach Hause gingen, über den Berg, also ich meine immer an dem Hang, und jetzt kamen die Tiefflieger und haben auf uns geschossen, hat er sich mit seinem Körper über mich geworfen und hat mich beschützt. Also das sind Dinge, die man nie wieder vergisst. Nicht? Ja, das ist doch ganz klar, selbstverständlich. Ja, ja. Aber vom Krieg, den haben wir nur erlebt in der Luft gewissermaßen, also wenn die Bombengeschwader eingeflogen sind und so weiter. Und sonst waren wir eigentlich eine behütete Landschaft. Ja. Ja. Diese behütete Landschaft haben Sie ja letzten Endes immer wieder aufgesucht in Ihrem ganzen Leben. Ja. Sind Sie immer wieder zurückgekehrt, haben sich immer daraus auch wieder Kraft gezogen. Darüber möchte ich jetzt aber mit Ihnen gar nicht sprechen. Ich möchte jetzt doch mal an die ersten Jahre der DDR, Ihr Studium an der Universität. Wie haben Sie diese frühen Jahre der DDR empfunden und wie haben Sie sie erlebt? Wundervoll. Ich bin ausgruppiert gewesen, gewissermaßen aus der Oberschule, weil ich als Kaufmannssohn, mein Vater war Großkaufmann in Südthüringen, als Kaufmannssohn Schulgeld bezahlen musste. Also wir mussten, das wissen auch heute nur noch, also die Alten, wir mussten aus den wenn die Väter aus solchen Berufen kamen, musste man noch Schulgeld bezahlen. Ja? Und dann hat meine Mutter gesagt, mein Vater war nicht wieder zurückgekehrt aus dem Krieg zur Familie. Und hat meine Mutter gesagt, Junge, so geht das nicht. Also du musst jetzt erstmal einen Beruf lernen. Ja? Und dann habe ich also auf der Post einen Beruf gelernt. Und ich meine mit diesen Prägungen, also mit der jungen DDR, ich sage ja immer, dass wir die Geschichte, die deutsche Geschichte, ja, wenn wir sie betrachten wollen, dürfen wir nicht vom Ende her aufhädeln, also von der Wende an, sondern immer vom Anfang, von 1945, also wie alles losgegangen ist. Ja. Und da hatten wir in der DDR, ich meine von den jetzt Unterdrückungen der also der Leute abgesehen, die falschen Berufe hatten, sage ich mal, also die nun an Oberschule auch mitunter mal gehindert wurden und so weiter, oder am Studium, das hat es alles gegeben. Also ich meine, darum darf man ja keinen Bogen machen. Aber das Große und Ganze, ja, war ein Erlebnis, ja, weil die, ich habe das im Übrigen auch also aus der westdeutschen Literatur gelesen, ich meine, nach 1945, wir oder die Leute, die uns gelehrt haben, ja, die wollten das andere Deutschland. Also alle meine Lehrer, ob Bloch oder Hans Meyer oder Ernst Engelberg, Walter Markov, alle, Emil Fuchs, der Religionsgeschichtler, die wollten das andere Deutschland. Und zwar, weil die Emigranten, die aus der Welt zurückkamen, also auch das andere Deutschland wollten. Das durfte nie wieder aufgehen, das Saatkorn, also das der Faschismus in Deutschland gelegt hatte. Und diese Umbruchzeit, ja, die war also für uns junge Menschen unvergesslich. Ja, und so bin ich also auch gewissermaßen in diese neue Zeit hineingeschlittert, denn ich lernte auf der Post. Ich hatte 3 Jahre Lehrzeit. Ich konnte nach anderthalb Jahren die Prüfung machen, weil ich einen sogenannten Berufswettbewerb, wer sich noch erinnert von den Alten, ich hatte einen Berufswettbewerb gewonnen, der Postlehrlinge. Ja? Und da wurde ich sofort zur Prüfung geschickt nach Erfurt. Ich habe in Erfurt meine Facharbeiterprüfung gemacht. Ja. Und ich meine, und jetzt kommen diese Undinge, ja, die man gar nicht mehr begreift, also wenn heute also in dieser Gleichmacherei, in dieser manipulierten Geschichtsbetrachtung, weil das alles unter den Tisch gekehrt wird. Ja. Habe meine Facharbeiterprüfung gemacht und bin 2 Monate später Lehrausbilder geworden. Also das ist ja einfach nicht zu fassen. Ja. Das ist nicht zu fassen. Und ja, zwar am Hauptpostamt in Jena. Ja. Und zugleich bin ich also wegen dieser zur ABF delegiert worden. Ja. Jetzt war ich als Kaufmannssohn plötzlich Student an der Arbeiter- und Bauernfakultät. Also das sind doch Erlebnisse. Ja. Das sind Erlebnisse und das sind natürlich auch der Zeit geschuldet, wo noch sehr viel möglich war, sehr viel Bewegung war, eine Aufbruchszeit, die ja doch ganz besonders gewirkt hat. Aber Sie haben eben schon angedeutet, es gab auch Widersprüche. Sie haben diese Widersprüche geschildert, ja auch in Ihrem Buch. Wie haben Sie sie wahrgenommen, diese Widersprüche? Sie haben ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe sie wahrgenommen durch Fernrohr. Wenn Sie verstehen, was ich damit meine. Also weil man lässt ja als junger Mensch, glaube ich, die schlimmen Seiten des Lebens nicht so an sich herankommen wie die schönen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Und so ist das natürlich also bei vielen von uns gewesen. Ich habe das auch geschildert. Ich meine, die Nachkriegsfilme haben auf uns einen großen Einfluss gehabt. Im Übrigen. Ich habe die ganze Latte aufgezählt, also was auch in den Elternhäusern unentwegt diskutiert wurde, also aufwühlende, aufreibende Schicksale. wurden da geschildert. Ja, die neuen Lieder, die gesungen wurden, also man sang sie mit, also das neue Gemeinschaftsgefühl. Ja? Und eins, also darf man nicht vergessen, ja? Die Macht oder das Machtgehabe in der DDR, ja, ist ja erst später pervertiert. Am Anfang gab es zum Teil eine unglaubliche Übereinkunft, eine Personalunion in den Leuten, die zurückgekommen sind, ja, von Geist und Macht. Also da war die Trennung noch nicht da, die dann unsere Altherrenriege im ZK. War das der Grund, dass Sie auch in die Partei eingetreten sind? Ne, das war wieder ein anderer Grund. Also das war, warum ich in die Partei eingetreten bin, da hat sich der Schorlemmer drüber lustig gemacht, als ich bei ihm, als ich in der Akademie zu einem Podiumsgespräch war, und sagte, wie sind Sie denn in die Partei gekommen eigentlich? Also, weil ich ja in dem Sinne immer, das weiß ich auch nicht, wie das zusammenhängt, also es hat vielleicht auch was mit den Genen zu tun, immer ein kritischer Kopf gewesen bin. Ja? Also das wissen auch die Leute. Aber in der Partei bin ich gekommen, also da ist Stalin gestorben. Ja? 53. 53, ne? Und da bin ich ja in der ABF, ne? Und da sind wir gewissermaßen als Kolonne in die Partei eingetreten. Als Kolonne, ja, weil wir haben gedacht, große Lücke gerissen, ja, die Lücke muss geschlossen werden. Es war so. Und ich meine, das ist doch einfach was, also fast was Niederträchtiges, ja, wenn man immer aus diesen Biografien, ja, die Stücke herausschneiden will, die einem behagen. Und die einem nicht gefallen, die einem nicht behagen, ja, und nur das aufschreibt, was einem gefällt. Und das geht doch nicht. Ich meine, Geschichte ist unteilbar, eine Biografie ist auch unteilbar. Also das muss man so sehen, wie das gewesen ist. Und man hatte dann natürlich die Identifikationsfiguren. Ja. Und gerade in der Literatur, also wenn ich Ihnen jetzt herbete, die Leute, die Identifikationsfiguren gewesen sind für uns junge Menschen, ja, und schauen Sie, wenn Sie solche Lehrer haben, wie Hans Meyer und Bloch, die predigen vom Katheder, wir wollen das andere Deutschland. Ja? Ich meine, was sich dahinter versteckte, das wusste man noch nicht, dass das eine Maske werden konnte. Verstehen Sie? Damals nicht. In diesen Anfangsjahren, in dieser Umbruchzeit. Das war was. Und ja, und so ging das. Ne? Und dann kommt kommt ja dann schon die Nachdenklichkeit. Und deshalb möchte ich also wirklich mal noch diesen 17. Juni lesen, also für meine Begriffe eine ungewöhnliche Draufsicht auf diese Ereignisse, die ich aber eben so erlebt habe, wie ich sie hier aufgeschrieben habe. Darf ich das, ja? So. Es ist viel über den 17. Juni 1953 in der DDR nachgedacht und geschrieben worden. Schlagworte waren und sind im Umlauf. Arbeiteraufstand, Putschversuch. Diametral entgegengesetzte Bewertungen beherrschten das Interpretationsfeld. Das Potenzial der Unzufriedenheit über die Versorgung, die Arbeitsnormen, das Bild des Sozialismus schlechthin, das sich bis in die Aufmärsche der Arbeiter hochschraubte, fand ein vielfältiges literarisches Echo. Die Besten der Autorenzunft machten an dem unerwarteten Ereignis eigene Überzeugungen fest. Weniger Begabte bliesen in das Horn der einen oder anderen Seite und sogen am Gift des Opportunismus. Es sind Texte zurückgeblieben, die bis heute die Gemüter bewegen, von Stefan Heim, von Stefan Hermlin, von Günter Grass und anderen literarischen Seziermeistern der Zeit. Bertolt Brechts damaliger Vorschlag, die Regierung könnte sich doch auch ein anderes Volk suchen, ein unglaublich reifer Gedanke in frühester Stunde, ist als Möglichkeit moderner Politik ja aktuell geblieben bis heute. Derweil der Dichter Kuba seine poetischen Kolonnen gegen den Aufstand aufmarschieren ließ, meldete sich auch Erich Löst zu Wort. Wer noch den geringsten Zweifel hegte, schrieb er, wo die Leute herkamen, die den offenen, schamlosen Terror in Berlins Straßen tragen wollten, bekam von ihm im Neuen Deutschland vom 21. Juni 1953 Auskunft. Erich Löst, der später von der, wie er sagte, ideologischen Tiefprovinz Leipzig aus nach den Dunkelmännern der Nachwendezeit suchte, war 1953 ein eifernder Verächter des Aufstands, dessen Nachgeborene er 1989 mit hehren Worten feierte. Die Zeiten sind eben wundersam. Wir Studenten aus den Arbeiter- und Bauernfakultäten haben uns ja auch um die Konturen eines sozialistischen Menschenbilds bemüht, das uns später als Maske erschien. Jeder konnte irren. Karneval freilich war der 17. Juni nicht. Wer in die rabiat entschlossenen Gesichter der Jenaer Aufrührer schaute, in die stechenden Blicke der trotzigen Marschierer, der wusste, was die Glocke für das regierende Personal und die gläubigen Untertanen geschlagen hatte. Auf das Gebäude der Arbeiter- und Bauernfakultät fand der Ansturm gegen Mittag statt. Es war eine Art Barrikadenkampf, der sich entwickelte, weil wir in den Seminarräumen und Fluren, verängstigt durch den Radau und die Turbulenzen auf den Straßen, alles verriegelten und mit Schulmöbeln zustellten, was leicht zu stürmen war. Fenster, Türen, Kellerluken, der Topografie des alten Spanienkämpfers und Studiendirektors Otto Stamford folgend, der zugleich die Devise ausgab, ruhig mit den aufgebrachten Menschen zu sprechen, wenn sie in das Gebäude eindringen sollten. Als unser Widerstand gebrochen, die Kraft der Anstürmenden übermächtig schien und die Fakultät massenhaft überflutet wurde, schien es mir zur logischen Konsequenz zu gehören, dass zu den ersten Beutetrophäen die an den Wänden hängenden Bilder der DDR-Staatsführer und ihrer sowjetischen Beschützer gehörten. Schnell war aus dem ersten Beutegut ein Scheiterhaufen errichtet und angezündet. Ein makabres Fest, an dessen Fanale man sich nicht gern erinnerte, weil man als Bücherliebhaber plötzlich an die Bilder denken musste, die man von Ereignissen auf dem Berliner Opernplatz und anderen deutschen Städten aus dem Jahre 1933 kannte. Gut, dachte man, Bilderstürmerei, das kannte schon die alte Ostkirche. Man kannte es aus der Völkergeschichte, wenn es den Herrschenden an den Kragen ging. Der Volkszorn brauchte ein Ventil. Als aber bald darauf die Einrichtungen und Aggregate der Chemie- und Physiksäle auf dem Scheiterhaufen landeten, da hörte das Verständnis auf und man dachte, ob es recht war oder nicht, an den Faschismus und den Schwur der Besten, dass sich die Unterdrückung Andersdenkender nicht wiederholen durfte, selbst wenn der Aufstand die Reaktion und Erfahrungen mit gesellschaftlicher Unvernunft widerspiegelte. Zur gleichen Zeit, als die Arbeiter- und Bauernfakultät demoliert wurde, öffnete ein anderer Trupp die Tore der Gefängnisanstalt, die direkt neben dem Fakultätsgebäude lag. Und weitere Scharen bemächtigten sich der chemischen Institute der Universität, was auch nicht ohne Schaden abging. Man hatte schon darüber gelesen, wie sich Gewalt fortbewegte. Zu verschiedenen Zeiten in Berlin, in Wien, Paris oder Madrid und welcher Zunder sich aus großen Ansammlungen entwickeln konnte. Ein Phänomen der Massen, der Rausch. In Jena hatten wir es mit einer kriechenden Form der Auflehnung zu tun, mit Häuserkampf, der sich wie ein Vielfüßler durch die halbe Stadt fraß und Scherben und Blessuren hinterließ in den Gebäuden der Macht, in Kopf und Seele. Als wir wieder zu Bewusstsein kamen, standen russische Panzer in der Stadt. Und als wir später die Geschehnisse eifernd resümierten, stellte sich heraus, dass der Wirt unserer Lieblingskneipe in den Wirrnissen auch abhanden gekommen war, weil er die Parolen des Aufstands durch einen Blechtrichter in die Stadt geschrien hatte. Ich habe nie den Resultaten des Aufstands nachgeforscht. Man hörte, von standrechtlichen Erschießungen. Als junger Mensch wollte man sich schnell von den Ereignissen entfernen, das Fenster schließen, durch das man ohne Fernrohr in die Welt der politischen Kämpfe hineingesehen hatte, in die Gewalt auf allen Seiten. Man wollte der Vernunft wieder die Türen öffnen. Vernunft hieß Diskurs, hieß Gespräch, das ehedem in Goethes Märchen König und Schlange schon herrlicher als Gold und erquicklicher als Licht empfunden hatten. Als ich später, mehr als 3 Jahrzehnte später, meine Geschichte, meinen Erlebnisspiegel vom 17. Juni 1953 noch einmal aufstellte, warf dieser ein verblüffendes Bild zurück. Der Anlass war eine anstrengende Diskussion, die 1985 der Veröffentlichung eines Romans von Christoph Hein vorausgegangen war. Entschuldigung. Das Buch hieß Horns Ende, war ein Kabinettstück glänzender Rollenprosa, in dem Splitter von Erinnerungen zusammengetragen wurden, um hinter die seelischen Geheimnisse des Todes eines sensiblen Wissenschaftlers zu kommen. Was die handelnden Akteure, ein Halbwüchsiger, ein Bürgermeister, ein Arzt, eine Krämersfrau und eine ein wenig verdrehte Dame Marlene, sich ins Gedächtnis riefen, warf nicht nur ein Licht auf Lebensbilder in den Wänden einer sächsischen Kleinstadt, sondern beförderte zugleich Zeitbilder über ein schwieriges Stück deutscher Geschichte herauf. Der Roman erhielt 1 Jahr lang oder länger keine Druckgenehmigung, weil Leute der Druckgenehmigungsbehörde und vor allem fachfremde Parteizensoren herausgefunden hatten, das wären nicht unsere, das hieß nicht ihre 50er Jahre, die dort beschrieben waren. Ich war zu dieser Zeit Verleger des Berliner Aufbauverlags, Christoph Hein mein Autor, und ich musste aus Selbstachtung den Entschluss fassen, den Roman ohne Druckgenehmigung drucken zu lassen. Als wir die Vorwürfe gegen das Buch im kleinen Kreis Autor, Verleger und Lektor diskutierten, blickte ich beiläufig auf meine quälenden Erlebnisse vom 17. Juni 1953, denn das waren ja auch die 50er Jahre, in Jena zurück. Ich konnte meine inzwischen geschichtliche Erregung nicht ganz verbergen. Meine Gesprächspartner erinnerten darauf hin, wie sie den Tag erlebt hatten. Beide waren 10 Jahre jünger als ich. Einer sagte, es war ein schöner Tag. Wir hatten schulfrei. Der andere sagte, wegen der Wirrnisse in Berlin sei er um Stunden später nach Hause gekommen und hätte von seinem Vater den Arsch vollgekriegt. Sehen Sie, Herr Verleger, sagte Christoph Hein in seiner unvergleichlichen Noblesse, es gibt nicht nur die eine Wahrheit, es gibt stets viele Wahrheiten. Dies war ein Schlüssel zu seinem Roman und es war zugleich die Maxime eines bewussten Lebens und einer sezierenden Profession. Ursprünglich sollte sein Buch deshalb auch Der zerbrochene Spiegel heißen, denn erst wenn man die Spiegelbilder aller Scherben zusammengesetzt hat, kommt man der Wahrheit ein Stück näher. Ich kann nicht verheimlichen, dass mich die Zueignung stolz machte, die mir Christoph Hein in das erste Exemplar der Ausgabe am 9. September 1985 hineinschrieb. Dem Mann, der dieses Buch machte und mir in der zweiten Hälfte meines Jahrhunderts der kollektive Apparate und Dienstwege zeigte, dass es möglich ist, ein Verleger zu sein. Der zerbrochene Spiegel, ach ja, ich sah in seinen Scherben noch einmal aufleuchten das ganze Gewimmel des Aufstands, sah die vielen kleinen Feiglinge und die großen Helden, die Anführer und die Mitlatscher, die Maulhelden und die Stummen. Ich sah, wie der Direktor unserer Anstalt, der sonst die großen Reden schwang, ausriss durch ein Fenster der Hinterfront, sah, wie Dr. Stamfords winziges Haarbüschel das einzige an dem Mann war, was sich erkennbar erregte, und wie er mit stoischer Ruhe und großem Verstand das Chaos langsam zu ordnen begann. Ich erkannte einen Freund nicht wieder, der sich auf die Seite der Aufständigen schlug und plötzlich schon lange gewusst hatte, was wir an der ABF für eine Bande von Reichenhassern und Emporkömmlingen waren. Wie umgekehrt ein paar Leute aus den Marschkolonnen sich lösten und auf unsere Seite stellten und versicherten, dass sie das alles nicht gewollt hätten. In den Stunden des Aufstands leuchtete ein Spektrum von Charakteren auf, wie sie jeder revolutionäre Brodelkessel aus sich herausschleuderte. Man staunte über die Vielfalt der Gesichter. Als die Erregung vorbei war, schaute man in den Himmel und kam als Engel zurück. Ja, eine eindrucksvolle Schilderung, in dem schon das Stichwort gefallen ist, worüber ich jetzt mit Ihnen sprechen will. Sie haben die zentrale Funktion der Literatur der DDR oder in der DDR hier durch den Roman von Christoph Hein schon angesprochen. Die DDR war ein ausgesprochenes Buchland, Bücherland, auch in einer gewissen Weise ein Paradies, wenn man das will und wenn man das so sieht. Und während zum Beispiel in den 70er Jahren auch in der Bundesrepublik ein Bücherboom entstanden ist, vor allen Dingen in Form von Taschenbüchern, Raubdrucken und vor allen Dingen theoretischen Werken, glaube ich, kann man sagen, dass in der DDR eben über all diese Jahre und speziell auch in den Jahren, in denen sie eben Verleger dieses großen Verlages waren, literarische Werke, ich will nicht sagen Diskurs, das passt nicht, aber den Diskurs, den inneren Diskurs der Gesellschaft, auch der Widersprüche, der Hoffnungen, da hat er sich entfaltet und da hat er auch seinen Platz gefunden. Würden Sie dazu ein bisschen noch sagen? Ja, das ist auf alle Fälle, das kann ich hundertprozentig unterschreiben, was Sie sagen. Ich meine, ich sage ja immer, manchmal sage ich, was nicht gern gehört wird, es hat ja Parallelen gegeben in der Entwicklung der Bundesrepublik und der DDR, dass wir keiner wahrhaben. Aber also beispielsweise, ich kenne die Verlagsgeschichte, die deutsche Verlagsgeschichte im Übrigen aus dem FF, das dürfen Sie mir jetzt mal zutrauen. Ich weiß, was Rowohlt natürlich für eine Rolle gespielt hat, was S. Fischer für eine Rolle gespielt hat, solange wie er am Leben war, Kurt Wolfen, wie sie alle heißen. Ja? Also ich weiß mit der Verlagsgeschichte umzugehen, weil ich mich ihr verpflichtet fühle, im Übrigen. Ja? Also der bürgerlichen und der gewissermaßen auch sozialistischen Richtung. Also alles zusammengemischt. Es ist ja im Übrigen so, dass das mitunter für mich immer noch strittig bleibt, wer eigentlich die wertkonservativeren Gemüter sind, ob die auf der rechten oder auf der linken Seite stehen. Verstehen Sie? Also wo Traditionsbewusstsein bewahrt wird, ja? Also wo man versucht, ich sage nach der Wende, das größte Dilemma war ja, dass man versuchen musste, Bürgerlichkeit nach der Wende in unsere Gesellschaft zurückzuholen, Bürgerlichkeit, aber nicht nur in der DDR, das war dringend notwendig auch für die Bundesrepublik, Bürgerlichkeit wieder zurückzuholen, also Anstand und Würde, ich meine für alles das, was ich tue. Ja. Verstehen Sie? Ja. Das ist nicht ein Ding, das auf die DDR beschränkt war, weil immer gesagt wird, das ist ja also eine ganz furchtbare Gesellschaft. Das war ja auch die Arroganz der Westdeutschen, dass sie das nicht gesehen haben. Ja, das ist aber ohne Zorn, sage ich das, auch wenn das manchmal ein bisschen wie Erregung aussieht. Ja, aber und ich sage immer, ja, auch Suhrkamp. Also das ist ein Heiligtum für mich. unter Unseld mit. Ja, ich habe, glaube ich, ein ganz wunderschönes Porträt über Unseld geliefert in diesem Buch. Ja. Also wenn ich das mal selber bewerten darf. Also weil der Mann, der war mir ans Herz gewachsen. Aber vor allen Dingen auch deshalb. Der Suhrkamp in Frankfurt, ja, der hat ja den intellektuellen Diskurs dieser Gesellschaft, ich benutze Diskurs, ja, der hat den ja inauguriert in der westdeutschen Gesellschaft. Alles, was Rang und Namen hatte in der Philosophie, in der Wissenschaft, in der Literatur, versammelte sich bei ihm. Ja. Inauguriert und gelenkt. Inauguriert und gelenkt, mhm. Ja. Und dieselbe Funktion hatte in der DDR auf alle Fälle der Aufbauverlag. Also weil dort die großen Autoren versammelt waren, die der Gesellschaft die Impulse vermittelten, ja? Also nachdenklich zu werden, kritisch zu hinterfragen, zu zweifeln, ja? Alles, was gewissermaßen nicht in die hallelujanten Elemente einer Gesellschaftsbetrachtung hineingehörten. Ja? Also deshalb ist das eben für mich auch vergleichbar. Ungewollt. Also der Jurek Becker, der ja Unseld sein Autor war, meiner auch, also als Aufbauverlag, ja. Die vornehmste Funktion der Literatur ist die Stiftung von Unruhe. Also Unruhe natürlich auch über sich selbst. Wenn man nicht über sich mehr unruhig ist, wenn man denkt, diese Zufriedenheit, das ist so etwas Herrliches, jetzt kann ich mich zurücknehmen, ja? Schon stehst du auf dem absterbenden Ast. Ja? Und das ist die Aufgabe natürlich wirklich des Verlegers. Und wer das Geschäft bewusst betreibt, ja, muss zu den Stiftern von Unruhe gehören. Und diese Sanftheit und Weichheit gegenüber der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, die heute in der Literatur herrscht, ja, hat mit Stiftung von Unruhe überhaupt nicht mehr zu tun. Ja, das ist eine ganz andere, fatale Seite, die Literatur auch also, konstituieren kann. Ist kein Angriff. Nein, ich sage nicht. So, das ist die ganze Sache mit der Verlegerei. Ja, ich möchte aber gerne nochmal auf den Begriff der Unruhe und der DDR kommen. Ja. Das ist ja nicht gerade ein Zuckerschlecken für Sie gewesen, diese Unruhe zu unterstützen, auch als ein Kriterium oder überhaupt als einen Hauptzweck der Literatur zu sehen, in einer Gesellschaft, die Unruhe vielleicht gar nicht mochte. Es gibt ein wunderbares Mittel, mit der Gesellschaft fertig zu werden, und zwar als naiver Mensch. Ja, gut. Kaum ein Argument dagegen. Sie haben aber... Es ist ja etwas passiert in der DDR, ja? Dass die Literatur einen Heiligenschein hatte, ja? Als würde sie gewissermaßen Revolutionen auslösen können. Das konnte sie mal in der Geschichte, in der Völkergeschichte, ja? Aber nicht mehr in unserer Zeit. Das ist einfach eine grandiose Überschätzung, der die Literatur auch in der DDR unterworfen war. Man hat ständig gedacht, die Literatur könnte an das Staatsgebäude wackeln. Man hat nicht darüber nachgedacht, wie man den Menschen ein ordentliches Leben machen konnte, damit die Literatur gar keine Wackeleien anstellen konnte. Verstehen Sie? Mhm. Ja, das hat natürlich die Bundesrepublik in ungleich feinerer und natürlich auch vertrackterer und versteckterer Weise verstanden, ja, indem sie ihre Bevölkerung zufriedengestellt hat mit Wohlhabenheit, ja, und aber wieder damit so viel zugeschmiert hat, ja, dass natürlich kritisches Engagement, ja, auch schwer zu installieren war. Ich will mit ihm darüber stundenlang diskutieren. Wir wollen jetzt nicht hier an dieser Stelle stundenlang diskutieren. Lesen Sie jetzt über die Bücher, welche reden. Ja, also ich will das nicht mehr lesen. Sie wollen es nicht mehr lesen? Nee. Wollen Sie was anderes lesen? Ich denke, wir sind zu weit fortgeschritten. Ich meine, ich könnte im Irma vielleicht was ganz anderes lesen. Sie sind der Autor. Sie können entscheiden, was Sie lesen wollen. Was hat denn Axel gesagt, wie viel wir eigentlich Zeit haben? Zeit in aller Welt. Also ich kann da einstellen, wir wollen ganz gerne, wenn wir zu Ende sind mit der Lesung, an Ihnen, an Sie auch noch gerne gewissermaßen das delegieren, dass Sie also selbst auch noch mit an dem Gespräch teilnehmen wollen. Aber diese Stelle, die Sie jetzt vielleicht lesen, möchten wir doch noch. Ach, diese, ja, die soll ich doch mal lesen. Gut. Irgendwann merkte ich, wie während meiner Berufslaufbahn das persönliche Leben immer mehr aufgefressen wurde. Konzepte, Konferenzen, Debatten, Debakel, Theorien und Techniken, Proleten und Prominente und aufreibender alltäglicher Kleinkram ließen kaum Zeit zur Besinnung auf eigene Bedürfnisse. Ob das einer Erfindung der Heiligen war, den Menschenschlag unablässig vor sich herzutreiben, damit er seine Eitelkeiten besänftigte, das Gewissen beruhigte, den Geldbeutel füllte, es war eine zweifelhafte Vermutung. Vielleicht hätten es die Götter lieber gesehen, wenn der Mensch sich freute, statt sich abzurackern, sich ertüchtigte, statt sich lahm zu laufen, sich in der Sonne regelte, in frischer Wald- und Meeresluft bei guter Laune hielt, statt im Büro oder Maschinendreck zu ersticken. Aber freilich, die Arbeit, was wurde ihr nicht alles nachgesagt? Sie sei behilflich gewesen bei der Menschwerdung des Affen, sie sei ein Kulturfaktor zivilisierter Völker. Trotz aller Mühsal sei sie auch ein Spiel, das Abermillionen Nervenfäden zusammenspannte. Und schließlich hätte sie auch noch den feierlichen Zweck, für unseren Lebensunterhalt zu sorgen. Jeden Tag ein Buch also, das bin ich bei Aufbau. Waren nicht schon genug am Lager, genug in den Läden, waren nicht überfüllt genug, die dem öffentlichen Auge, darüber möchte ich mal sprechen, also wirklich die unsichtbaren Container, die das gedruckte Wort zurückbeförderten in die Recyclinghöhlen, um daraus wieder weißes Papier werden zu lassen. Sie können sich nicht vorstellen, wenn heute Bestseller erzeugt werden, ja? Da stehen diese Container schon bereit in den großen Auslieferungshallen, ja? Wo die Remittenten zurückgespult wurden. Ja? 30 bis 35% Remittenten. Und dann wird davon gesprochen, wie die Bestseller-Auflagen sind. Also das ist ein Betrug am Volk des Mannes. Ja. Kam es nicht einem Irrsinn gleich, dass in Deutschland jährlich mehr als 80.000, inzwischen 100.000 neue Titel erschienen? Musste ein Rekord den anderen jagen? Hieß Fortschritt immer mehr oder war Fortschritt Kostgänger der Vernunft? Konnte nicht auch Stillstand Fortschritt bedeuten? Wenn man die Eskapaden des Büchermarkts beobachtete, kam man auf dumme Gedanken, dass sich eine Zunft selbst aushöhlte, dass sie einen Moloch fütterte, der längst satt war, dass sie an Etiketten bastelte zu ihrer Selbstbefriedigung, dass sie denselben Filz 100-mal umdrehte, um daraus neue Hüte zu machen. Jedes Mal, wenn man von der Frankfurter Buchmesse heimreiste, vergrößerte sich die Ratlosigkeit. War das Land der Ärmlichkeit, die DDR, mit 6.000 bis 7.000 Buchtiteln im Jahr so wesentlich ärmer an gesiebter Geistigkeit als die mit Büchern überfütterte Bundesrepublik? Ein gefährliches Gedankenspiel, ich ahnte es, aber hatten die überstürzten Aktionen, Bücher herzustellen, um den anderen zu übertrumpfen, sie dann aber doch nicht zu verkaufen, tatsächlich einen Sinn? Gerade bei Gedenktagen war der Wettlauf der Verleger unerträglich. Hatte man den Geburtstag eines Dichters, Musikers, Philosophen, Politikers gerade abgefeiert, rief ein Todestag die unsteten Gesellen erneut auf die Bühne. Dahinter versteckte sich häufig ein Mangel an Konzepten. Die Verleger machten Pläne wie die Tagespolitik Nachrichten. Belustigt musste ich an Brecht denken, der in einer Strophe spottete, ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, den tun sie beide nicht. Und das Ganze zum Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens erklärte. Ich war froh, dass wir in der DDR mehr aus Mangel als aus freiem Willen noch ein, zwei Schritte von diesem Aktionismus entfernt waren. Aber freilich standen auch wir auf dem Sprungbrett, um uns in die Flut hinunterzustürzen. Die Überproduktion hatte eine missliche Kehrseite. Die Verleger, die hauptsächlich dafür verantwortlich waren, die großen Buchfabriken, die Buchkonzerne, selbst wenn sie öffentlich nicht als solche wahrgenommen wurden, erstickten ihren geistigen Leistungswillen in nivellierender Massenproduktion, bei der die Rendite mehr galt als die Botschaften aus Dichtung, Kunst und Wissenschaft. Der Aktionismus versperrte den Weg zur Nachdenklichkeit. Man hatte keine Muße mehr, sich um die wirklich schönen Dinge zu kümmern, die den literarischen Kosmos durchschwebten. Gedichte, liebevoll ausgestattete, illustrierte Bücher ließen sich als Originalausgaben kaum mehr in den Programmen der großen Heerführer finden. Wenn es schlimm kam, behaupteten sie sogar, diese Spielereien könnten sie sich wirtschaftlich nicht leisten. Die Umkehrung aller gültigen Werte war im Gange. Die wirtschaftlichen Leistungsträger im Gewerbe erklärten sich als nicht mehr zuständig für den eigentlichen Gegenstand unserer Arbeit. Ihr Begriff von Verlegerkunst schien das Verwertungsprinzip, die Abzocke zu werden, ungelenke Routine. Ich wollte nicht mehr darüber nachdenken, wohin Verschwendung führte, stellte mir aber die Jahrtausendwende vor und wie die Klaköre des immer höher, immer schneller, immer weiter jammern würden, wenn sie einst auf den Trümmern ihrer Wachstumspolitik saßen. Als ich Kind war, sagte meine Großmutter, wenn ich nachlässig mit einem mir anvertrauten Gut umging, dich bestraft der liebe Gott. Das war zwar nicht mehr zeitgemäß und ich glaubte auch nicht daran, dennoch tat es gut, sich zu erinnern, wie die Alten jedes Grashälmchen zusammennahmen, jeden Pferdeapfel auflasen, jeden Wollfaden aufwickelten, um daraus etwas Neues entstehen zu lassen. Ich dachte an die beglückende und beklemmende Zeit der Heuernte, wenn wir auf den abschüssigen Thüringer Waldwiesen standen, wie die Gebirgshühner, mit einem kurzen und einem langen Bein und das Heu wendeten, bis es dürr war und prasselte, wie trockene Kiefernzapfen im Holzfeuer. Wie wir es in hoch aufgetürmten Kiepen nach Hause schleppten, uns das Blut aus den Adern schwitzten, die Last auf der Tenne abwarfen, auf die Wiese zurückliefen, um neue Bügelfutter zu schnüren und staunten, dass Großmutter immer noch mit dem Rechen unterwegs war, noch einmal über die geräumten Flächen ging, um ja nichts umkommen zu lassen. Ich dachte, die Zeiten seien nicht vergleichbar. Ich dachte aber auch an das mahnende Wort meines leidenschaftlichen Lateinlehrers Dr. August, Magnum vetigal est parsimonia, mit dem er den Sinn von Goethes Legende vom Hufeisen parabolisch ins Lateinische übersetzte und uns Landburschen plausibel machte, dass Sparsamkeit eben immer auch ein großes Einkommen sei. Ich dachte, wenn nur ein Kran dieser alten Denkweisen sich wieder sesshaft machen ließe in den Köpfen der modernen Buchjongleure, wäre viel geholfen. Ich dachte mich nicht zurück in historisches Urland, ich dachte mich zurück zu wohltuender Vernunft. Welch Wohlgefühl löste es doch aus, wenn man den wilden Kümmel durch die Hände gleiten ließ. Er duftete nach Wiese, Wald und Welt, ermunternd und betörend. Kein Parfüm konnte mithalten, auch wenn die veritabelsten Essenzen zusammengeschüttelt wurden. Die Natur war unübertrefflich. Nicht anders verhielt es sich mit den Büchern. Die Branche musste sich wieder den Originalen, dem Originellen zuwenden, nicht den Aufgüssen. Sonst verpasste sie die besten Gelegenheiten und erstickte in den eigenen Rotzfahnen. Lieber Herr Faber, wir waren vorhin schon ein bisschen erregt in unserem Gespräch. Nee. Dann kann ich ja fragen, ob Sie vielleicht doch noch etwas zur Wende sagen. Das nimmt ja in Ihrem Buch einen großen oder einen ziemlich gewichtigen Teil an. Mich würde schon noch interessieren, dass Sie doch mal Ihre Erfahrung wenigstens hier skizzieren könnten. Ich hatte den Eindruck, dass die Wucht des Kapitalismus Sie doch auch etwas überrascht hat, obwohl Sie es schon ganz gut kannten. Aber alle. Aber alle, okay. Also die Ostdeutschen und auch die Westdeutschen. Alle sind doch eigentlich davon überrascht worden, denke ich mal. Ja. Ja. Also habe ich ja auch selber erlebt am eigenen Leib auf diesen großen Konferenzen, also an denen ich teilgenommen habe in der Bundesrepublik. Ja, wissen Sie, also ich meine mit der Wende, das ist ja nun so ein Ding, also es ist ja eine Wende gewesen, die verschuldet war. Und auch wenn ich heute darüber nachdenke, über die DDR, und denke, es wäre besser gewesen, wenn das Gute von beiden Seiten also zusammengemischt worden wäre, ja? Und eine neue Republik entstanden wäre, also so ein alter Lieblingsgedanke, ja? Ja, und stets denke ich aber dann, also gewissermaßen im Parallelstrom, ja, wir hätten es nicht geschafft, die DDR zu reparieren. Und das beruhigt mich. Weil man muss dann eben einfach was Neues beginnen, ja. Das Neue ist nicht begonnen worden mit der Bundesrepublik, aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Ja. Also insofern gehöre ich nicht zu den Leuten, die Trübsinn über die Wände blasen. Das ist also keinesfalls der Fall. Ja. Aber natürlich zu den Aufbäumenden, ja, die auch sagen, Deutschland muss wieder neu über sich nachdenken. Ja. Es muss ja so unglaublich über sich nachdenken, dieses Deutschland, ja, weil man dann nicht für möglich gehalten hätte, dass wieder Dinge passieren, wie sie heute passieren, oder wie gewissermaßen, also wie auch meditiert wird, also wie, was die... die Israelis müssen ihre Mission erfüllen im Gazastreifen. Sagt unser deutsches Fernsehen, muss die Mission erfüllen. Das ist Krieg. Müssen ihre Mission erfüllen. Müssen wir noch, sagt Slomka, muss man da jetzt nicht weiter hineinstoßen? Sagte jetzt vor ein paar Tagen, muss man da nicht weiter hineinstoßen? Ich meine, dieses unglaubliche Waffengeklirr in der Sprache, was sich da wieder festsetzt, ja, das sehen Sie Ansätze, dass ich vergesse das. Ich will das vergessen. Wie bitte? Ich will das jetzt mal vergessen. Also okay. Die Wende man muss das immer als ein glückliches Ereignis gewesen für die deutsche Wiedervereinigung. Das kann ja nun keiner abstreiten. Ich meine, ein Volk gehört einfach zusammen. Wer das ableugnet, der ist verdreht. Verstehen Sie, ja? Das ist schon der erste Glücksumstand, ja? Und der zweite Glücksumstand ist, dass das auf diese friedliche Art und Weise zustande gekommen ist. Wir brauchen bloß in die Welt zu gucken, um diesen singulären Fall richtig zu begreifen. Ja? Dass hier alles ohne Gewalt über die Bühne gegangen ist. Das ist doch einfach grandios. Und das ist nicht ein Verdienst der Bundesrepublik. Das ist wohl wahr. Das wollen wir mal festhalten. Ja. Das ist ein Verdienst. Ja. Wird aber alles untergebuttert, ne, in diese Siegermentalität. Ne? Also, weil, wie ich eben schreibe, die Kartuschen müssen zerschlagen werden, weil dort eine Wahrheit drinstecken können, die für die neuen Mächtigen nicht angenehm ist. Sie haben eben gesagt, es gibt aber eine Aufgabe für das gesamte Deutschland. Auf alle Fälle. An welchen Stellen sehen Sie da womöglich schon Ansätze, wenn überhaupt? Oder ist das noch in weiter Ferne? Ach, in weiter Ferne, das weiß man ja nie, aber es ist ja tatsächlich so, die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, die ist ja nicht gespalten in Ost und West. Das ist sie nicht, auch wenn das manchmal noch so vorkommt. Sie ist ganz anders gespalten. Sie ist gespalten in einen feinen und noblen Intellektualismus und in einen Kult von Lumpenproletariat, also in Köpfen, ja, das ohnegleichen ist. Ja. Und sie ist natürlich gespalten in Arm und Reich. Und ich meine, wenn wir nicht dazu kommen, das Kapital zu zügeln, also in den unglaublichen Pirouetten, die gedreht werden auf den ganzen Kapitalmärkten, ja, und die sich plötzlich ins Fäustchen lachen, ja, dass ihnen wieder ein großer Wurf geglückt ist. Ja. Also, wir haben viel zu tun. Dann gehen wir jetzt nochmal auf Ihr Leben zurück. Das Verleger-Dasein wollen Sie beenden oder werden Sie beenden, aber Sie haben ja doch noch nach der Wende eine eigentlich sehr schöne Runde als Verleger geleistet. Und so gesehen haben Sie sozusagen einen Teil dieser literarischen Welt doch noch einen sehr schönen Aspekt hinzugewonnen. Würden Sie noch mal ein bisschen lesen zu dem Schluss? Ich habe ja im Übrigen, Sie wissen es, ich habe ja gewissermaßen 92 Schluss gemacht. Das Buch hört eigentlich 92 auf. Das Leben danach, ich meine, wir sind 25 Jahre am Markt gewesen, erfolgreich, Faber und Faber. Einer der wenigen Verlage überhaupt in Ostdeutschland, die sich in der ganzen Bundesrepublik durchgesetzt haben. Ja. Und man darf ja nicht vergessen, ich meine, ich habe 1991, 1990, als alles in dem Sinne drunter und drüber ging, ja, habe ich 2 Verlage gegründet. Nämlich am 26. Januar 1990 den Aufbau-Taschenbuchverlag. Wenn ich Ihnen die Ordner vorführe, was da über mich ausgegossen wurde, als Verrückter. Also wer 90 einen neuen Taschenbuchverlag und noch aus dem Osten in Deutschland gründet und auf dem Markt stationieren will, den kann man bloß als verrückt erklären. Also gut, habe ich getan. Und ich habe im September dann Faber und Faber gegründet. Ja? Und wir haben uns in ganz Deutschland durchgesetzt. Das sind schöne Gefühle, ja. Aber passen Sie auf, ich will Ihnen auch Folgendes sagen. Ja. Ich habe jahrelang einen 2-Fronten-Krieg führen müssen, weil ich musste im Verlag gucken, dass ich ständig mit dem Hintern an die Wand kam, die ersten Jahre. Ja. Dann, also als die ersten 7 Jahre vorbei waren, dann ist ja alles sehr gut gelaufen. Ja. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann ging der Krieg der friedliche Krieg mit meiner Frau los. Weil der natürlich ständig, jeden Tag, die Angst zum Rücken runtergelaufen ist. Ja. Sie müssen sich jetzt Folgendes bedenken. Ja. Ich habe also Aufbau geführt. Aufbau hat in der Regel im Jahr zwischen 35 und 40 Millionen Nettoumsatz gemacht. Ja. Und immer so zwischen 4 und 8 Millionen Gewinn. Ja, also das ist der Aufbauverlag. Ja. Wenn ich eine Rechnung unterschrieben habe über 250.000 Mark, das gehörte bei mir zu meinem Alltagsgeschäft. Jetzt habe ich bei dem ersten Buch, das ich gemacht habe, bei Faber und Faber, 40.000 D-Mark ausgegeben. Können Sie sich vorstellen, die Befindlichkeit, die Verfasstheit meiner Frau? 40.000 D-Mark. Das musste ich immer wieder beruhigen. Zu Hause musste ich ruhig stellen und an der Verlagsfront kämpfen wie so ein Blöder. Ja? Es ist ja im Übrigen so, tätig sein, wahrscheinlich, ist der beste Gesundheitshelfer. Also ich denke mal, dass man kann keinen besseren Ratschlag geben, als ständig tätig zu sein. Also mit dem Kopf und mit dem Körper. Wir probieren das. Ja? Das tun wir. Sie lesen noch ein Stückchen. So, zurück in Berlin begann mein drittes Verlegerleben. Ein ungezähmtes, ein ungewisses und ungesichertes, ein auffindbares wünschte ich mir, wenn später deutsche Buchkultur und Verlagsgeschichte beurteilt werden sollten. Ich stieg langsam um ins 21. Jahrhundert, ohne den radikalen Anspruch, den ehemals die Kommunisten für das vergehende Jahrhundert vor sich hergetragen hatten. Diese Welt wird unser sein. Diese Welt konnte die eigene werden, wenn sie anders beschaffen war als die, die mir die Geschichte in die Wiege gelegt hatte. Die Welt war aber bisher eine Kegelbahn geblieben, auf der es donnerte. Und diese Kegelbahn war unser Herz. Wie eine Arabeske in Wolfgang Borcherts staccativen Versen vermutete, die mir den Frühreifen zu einem meiner Lieblingsautoren hatten werden lassen. Dies hatte der junge Dichter niedergeschrieben, als ich mein bewusstes Leben begann, 1946, als sich Anzeichen eines politischen Selbstverständnisses einstellten über die Welt, die ich vorfand. Und die war hässlich und grausam. Jetzt, ein halbes Jahrhundert danach, das ich in dem deutschen Teilstaat zwischen Elbe und Oder verbracht hatte, steckte Christoph Hein in einem Brief an den Leipziger Verleger Hans Marquardt seine Meditationen über die Teilungsgeschichte und unsere DDR-Befindlichkeit in die sarkastischen Sätze. Es gab Leute, die waren nur in der DDR gut. Es gab ehemalige Leute, die waren ehemals nur in der ehemaligen DDR gut. Gab es Leute, die gut waren in der DDR? Gab es überhaupt Leute in der DDR? Und er charakterisierte damit die Vergeblichkeit, die man unserem Leben aufschwatzen wollte. Sind Sie auf dem Territorium der DDR geboren, wurde ich gefragt. Was haben Sie dagegen unternommen? Sie sind in der DDR geblieben. Wie sind Sie zu diesem Irrtum gekommen? Die Albernheiten hatten kein Maß und kein Ende, das ist eben jetzt die Wende. Sie sprudelten aus den Beifahrern der Revolution, die plötzlich so taten, als hätten sie am Steuer gesessen, nur so heraus. Wieder einmal versuchten die Sieger, einem napoleonischen Gedanken Gestalt zu geben, wonach das Bild der Geschichte die Summe der Lügen sei, auf die sich die Gesellschaft nach Jahren einigen werde. Man sollte sich dafür schämen, dass man in der DDR gelebt und Karriere gemacht hatte, dass man zur Wissenschaftselite aufgestiegen war oder Kunst und Kultur gefördert, politische Überzeugungen manifestiert, andere Muster der Wirtschaftsführung als die kapitalistischen erprobt oder gut geheißen hatte. Es war fast unglaublich, aber der moderne demokratische Rechtsstaat konnte oder wollte nicht auf das altägyptische Ritual verzichten, die Kartuschen zu zerschlagen, in denen die Papiere vergangener Erfahrungen aufbewahrt wurden, weil sie gegebenenfalls einer Herrschaft etwas Lobenswertes nachsagten, das den neuen Pharaonen unangenehm war und Zweifel sehen konnte über die Vollkommenheit des eigenen Systems. Durch Meutengeheul sei der Osten stumm geblieben, ließ sich Günter Grass vernehmen und brachte damit wichtige Symptome der frühen Nachwendegeschichte auf den Punkt. Ein militanter Enthüllungsjournalismus, Hand in Hand mit Politik und offizieller Geschichtsbetrachtung, versucht bei vielen Ostdeutschen einen Seelenzustand herzustellen, als müssten sie ständig still dasitzen und auf ihre Untaten lauschen. Der deutsche Unrechtsstaat und der deutsche Rechthaberstaat, die im Kalten Krieg jahrzehntelang die Klingen gekreuzt hatten, hielten auch nach der Wende das politische Klima auf heißen Temperaturen und verschütteten die Möglichkeit zum Selbstzweifel, den auch die Sieger der historischen Auseinandersetzungen für ihr Überlebensgepäck brauchten. Alles, was entstand, konnte zugrunde gehen, lehrte die Geschichte, und überraschte Geburtshelfer und Totengräber mit der Erkenntnis, wie klein der Abstand mitunter zwischen diesen Ereignissen war. Wieder dachte ich an 1945, als die Amerikaner gingen, die Russen kamen, als meine Thüringer Heimat ungewollt die Fronten wechselte im Machthunger der Alliierten, als ich, ein Junge noch, die Plätze tauschte zwischen Marx und Jesus, und ich dachte, was man hätte werden können, wenn man den Tauschbrüdern nachgelaufen wäre. Ich konnte mich auf einen Unternehmerposten in Frankfurt oder München denken, in eine Staatskanzlei, in ein literarisches Feuilleton, ein Literaturhaus und so weiter. Wäre man derselbe geblieben, in anderer Sozialisation, oder bestimmte doch das Sein, das Bewusstsein, wie es Marx angemerkt hatte, formten doch mehr die Umstände den Menschen als seine anthropologischen Anlagen. Hätte der Rollentausch aus denselben Menschen, die sich nach dem Umbruch als Bedrängte fühlten, dieselben Pharisäer gemacht, wenn sie auf der anderen Seite gestanden hätten und aus den Pharisäern die Mutlosen und Gedemütigten, also die Vergeblichen. Ein absurdes Spiel der Gedanken, absurd wie die Realität, die aus der deutschen Geschichte eine Lüge machte, verfasst von zeitweilig glaubwürdigen, weil mächtigen und bekannten Personen, die aus der Lüge wiederum ihre Wahrheit herausstanzten. Für die Literaturgeschichte hatte Kasimir Edschmidt den Vorgang einmal glänzend beschrieben. Er schreibt, als jemand Paul Kassierer, der ein wahrlich, das ist ein ganz großer deutscher Verleger und noch mehr, der ein wirklich ausgekochter Mann war, einer der bedeutendsten Kunstkenner der Welt, den Sturmgesang aller Bolschewiken, Alexander Blocks 12, zum Verlag anbot, lehnte er ab. Nicht aus politischen Gründen, sondern weil er das Gedicht für eine einfältige Ballade hielt. Es war seine Wahrheit. Und Victor Hugo, der noch unter dem Bourbonen Karl X. im Hofkostüm den Degen an der Seite zur Audienz erschien, nannte Rimbaud sofort Shakespeare Anfang, während Prosper Mérimée Goethe für einen großen Humbug hielt. Er schrieb an Turgenev, Wilhelm Meister sei kunstlos und langweilig. Und Turgenev antwortete, zwischen den Plattitüden Goethes seien immerhin Inseln. In der Tat, es ist eine vertrackte Welt, wenn man sich auf ihre Meinungen verlässt. Aber es kommt nicht auf die Meinungen an, schrieb Edschmidt in seinem Buch Lebendiger Expressionismus, sondern, und das füge ich hinzu, auf die Realitäten. Die Meinungen wechseln, die Realitäten bleiben. Das eine war und ist Sache des Augenblicks, das andere waren oder sind die Mühen der Zeit. Also wollte man zufrieden sein, wo man gelebt hatte, mit der Sozialisation, in die man hineingefallen war. Leuchtende Tage waren es nicht, aber weinen musste man auch nicht, dass sie vergangen waren. Man konnte auch lächeln, dass man sie gelebt hatte. Irgendwann würde schon die Kulturgeschichte damit fertig werden, mit den strapaziösen geistigen und materiellen Erfahrungen des Sozialismus, und die Verzerrungen auflösen, die Meinungen erzeugten im Unverständnis mit der deutschen Geschichte. Schließlich war meine Generation, wie es Franz Fühmann einmal ausdrückte, über Auschwitz zum Sozialismus gekommen. Und alles Nachdenken über unsere Wandlungen, meinte er, musste vor der Gaskammer anfangen. Auschwitz und die Gaskammern waren aber das Werk eines außer Rand und Band geratenen Kapitalismus, seine Form der Barbarei. Und deshalb musste immer wieder beobachtet werden, welche Untaten er verzapfen konnte. Es lag nicht außerhalb demokratischer Legitimität, auch über Gegenbilder nachzudenken. Man konnte schließlich alles anfechten, selbst die Schöpfungsgeschichte. Die DDR, auch wenn man sie aus vielerlei Gründen nicht wiederhaben wollte, war eine interessante Republik. ein soziales und gesellschaftspolitisches Experiment, eine Fußnote der Weltgeschichte vielleicht nur, wie Stefan Hein meinte, aber manchmal machten die Erläuterungen klüger als ein ganzer Text. Man wollte aber nicht hinter sich blicken. Es war, wie es war. Aus dem Westen nichts Neues, aus dem Osten jeder Gedanke ein Anschlag des Teufels. Man dachte gar nicht daran, die Beliebigkeitsgeneration zurückzuholen in die Sänften des gebildeten Bürgers, das Bildungsbürgertum wieder zur treibenden Kraft der Gesellschaft zu machen, nicht die gestylten Bank- und Wirtschaftsbosse, deren Interessen sich mehr auf ihre Boote und Yachten, ihre Immobilien und Liebschaften richteten, statt auf die Gefilde der humanistischen Bildung, auf die Aufklärung der Nation. Die Chance der Wende, den Aufeinanderprall unterschiedlicher Gewohnheiten zu nutzen für eine neue Gesellschaftsmoral, für eine neue deutsche Republik, blieben ungenutzt. Eine Unterlassungssünde, die sich Jahrzehnte danach in der Sturzgeburt des Turbokapitalismus als das eigentliche Krankheitsbild des Unternehmertums im 21. Jahrhundert entlaufen sollte. Was aber der wahrscheinlich größte Verlust der ersten Wendejahre war, war das weitgehende Stummbleiben der Literatur gegenüber den Gebrechen der Gesellschaft, die sich im Triumphgeheul ihrer neuen Einheitswertung gegen jede Kritik abregelte. Die Literatur hatte sich abgearbeitet am real existierenden Sozialismus und seinen Verwerfungen. Das schien zu genügen. Jetzt hatte sie es noch mit den Krebsgeschwüren des besiegten Systems zu tun, der Stasi und anderen Kragen der Staatsgewalt, die im öffentlichen Bewusstsein ein Muster von Diktatur für die DDR heraufzubeschwören hatten, das der Nazi-Diktatur nahe kam. Diese Einäugigkeit verstellte der Literatur zeitweilig den Blick auf die großen Löcher im Bewusstsein der Menschen, die sie eigentlich mit Ahnungen von Urteilskraft darüber ausfüllen sollte, dass jede Gesellschaft keine vollkommene Gesellschaft, sondern veränderungsbedürftig war. Dieses affirmative Gesellschaftsverständnis ohne Dialektik war nichts Neues und machte einen Teil der Literaten und Verleger im Nachwendetrubel zu einer neuen Art von Staatsdienern, offener und verschleierter Provenienz. Wenn sich Literaten, Künstler und Verleger im Sozialismus so verhalten hätten, wären sie gebrandmarkt worden. Jetzt waren die Stillhalter, die Bejaher und Jubler des Kapitalismus die feinen Leute. Nun sage noch einer, Geschichte könne sich nicht wiederholen, sogar mit verträumten Gesichtern. Ich musste an die Nachricht denken, die mir als Aufbauchef Siegfried Unseld geschickt hatte, als die Hoffnung noch groß war. Lieber Herr Faber, schrieb er, zum 3. Oktober 1990 drängt es mich, Ihnen zu sagen, wir haben nun nach 40 Jahren unterschiedlicher Geschichte einen gemeinsamen Raum, den wir zusammen von den jeweiligen Voraussetzungen ausgehend, erfinderisch, kritisch und solidarisch und zukünftig auch europäisch ausfüllen sollten. Ich freue mich auf dieses Miteinander. Siegfried Unseld. Welche Größe? Kam sie noch aus dem Mittelpunkt oder schon vom Rande der einheitstrunkenen Gesellschaft? War diese Nachricht ein Gruß an unsere Zukunftspotenziale oder war es bereits ein Traum der Vergangenheit, ein aufrüttelnder Zwischenruf zwischen den Untergängen? Mussten wir uns auf Sitten und Gewohnheiten einrichten, die die politischen Akteure schon wieder verdorben hatten? Wir waren Verleger in schwieriger Zeit, das wussten wir. Die Neugier war groß, ob wir standhaft bleiben konnten oder taumeln würden in ein neues, unsicheres Jahrhundert. Schönen Dank. Ja, einige Verleger sind verhinderte Schriftsteller, aber das sind die meisten Schriftsteller auch, sagt Thomas Eliot, ein amerikanischer Dichter. Ich glaube, sie wären also auch als Schriftsteller, ein erfolgreicher Schriftsteller geworden, so wie wir heute Abend Ihren Text, Ihren sehr schönen Text gehört haben. Ich danke Ihnen auch nochmal ganz herzlich. Meine Damen und Herren, ich hatte vorhin ja schon gesagt, Sie können jetzt noch Fragen stellen oder an der Diskussion teilnehmen und ich bitte Sie um Wortmeldungen. Wir sind darauf vorbereitet.